Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight in der Pummelrunde und mit Freunden. Und zwar haben wir hier einmal mich, einmal den Lenker Arno. Hallo. Dann haben wir die Filia Alieni. Hallo. Und den Hisho natürlich. Moin. Und ich versuche jetzt mal wieder mein Glück dabei, böse zu sein. Viel Erfolg. Nee, also böse kann ich ja sein, aber ich habe keinen Erfolg dabei, ist das Problem. Ich kreuze da mal die Finger. Dass das wieder nicht passiert. Während des ganzen Spiels. Boah, seid ihr gemein und dann macht ihr auch noch so Sachen. Hallo, da, ich habe gerade eine Opfergabe nicht sehen können, was das war. Ich auch nicht. Aber da waren einmal eine Opfergabe dazu, erhöht die Chance zur Coldwind-Farm zu kommen, und die andere Opfergabe erhöht die Chance, ich glaube, das ist diese Rindermarke. Diese Rindermarke. Die war bei mir nicht. Die Coldwind Farm ist ja. Doch, Coldwind, das ist dieses blutende Herz. Da ist auch dieser Kuhstall. So. Wir haben, jawohl! Ja, wir haben den Kuhstall. Nein. Das ist die neue Map. Jawohl. Die neue Map. Welcome to the new Map. So. Und so. Welcome to the jungle. Wolle Kame. Wolle? Rose Kaufe. Wolle. Wolle. Stumm. So, wo seid ihr? Jetzt darf ich nicht mehr offen reden, ne? Am ADW. Doch, also, ich hab nichts dagegen. Ich bin hier. Wir können ja gerne über das Wetter reden. Boah! Oh. Du probierst es also. Dankeschön, Hisho. Ich hab doch gesagt, dass ich hier bin. Warum warst du denn auch da? Hallo? Warst du denn auch da? Wir waren beide an dem gleichen Generator. Ja, aber ich zuerst. Oh, fuck. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr euch gegenseitig nicht gesehen habt, weil der Generator verdeckt einen. Nein, hör auf, sowas macht man nicht. Nein, das macht man nicht. So. Wir sollten uns erstmal auf der neuen Map umsehen. Ah! Yeah! Fuck. Das war das erste Mal. Da konnte ich nur gerade laufen. Warte, wo ist denn? Hier am Berg einer? Nö. Wo sind die Haken? Die mache ich gerade alle ab. Keine Haken. Okay, dann wiggel dich halt frei. Ach, jetzt nicht die Haken erst, verstehe. Ich muss nur die ganzen Haken finden. Alle. Nein, hier ist direkt einer, scheiße. Ihr rettet mich ja bestimmt, ne? Natürlich. Ja, wahrscheinlich. Fürchte ich auch, muss ich sagen. Aber du darfst nicht sofort zurückkommen, du musst es eine Chance geben. Ich will nicht zurückkommen. Ja, wenn wir sie haben. Hier gerade jetzt jemand ist. Ich höre sie, also ich sehe sie nicht. Ja, ich gucke ja auch einmal. Aber ich höre nur... So, warte, ich guck mal. Ne, ich sehe keinen. Schade. Also ich sehe sie nicht hier in der Nähe, aber ich höre sie. Jetzt höre ich sie nicht mehr. Gut, der Hisho kommt da schon. Da oben einer? Nö. Aha, tut er das, ja? Ja, tut er. Ich bin jetzt beschäftigt. Jetzt höre ich wieder, sie kommt näher. Ach, Hisho. Ah, da, diese andere Richtung. Da musst du hin. Okay, ich kann viel ja dann da... Oh, ich höre sie nicht mehr. Okay, in welche Richtung bist du denn gelaufen? Links oder rechts? Kann ich nicht mehr sagen? Scheiße. Wo war das? Ach ja, ihr könnt als Überlebende. War da was? Ihr könnt als Überlebende 1 und 2 drücken, dann könnt ihr eure Signale geben. Was? 1 und 2 drücken. Oh, stimmt. Winken und zeigen. Ja. Ach süß. Aber man bleibt dafür stehen, das ist... Schade. Das ist schade. Was war das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber warum heißt das jetzt der zerfallene Kuhstall? Weil hier wahrscheinlich irgendwo ein Kuhstall ist. Das war der, in dem du in der Nähe aufgehangen wurdest. Der rote... Die rote Box... das rote Haus, meine ich. Die rote Box, die da war. Ja, genau. Ich trage ein rotes T-Shirt. Ich hab einen Knall... Rotes T-Shirt. Das ist übrigens nicht so die beste Kleidung, um sich vor einem Mörder zu verstecken. Ich sehe euch doch eh nicht. Na gut. Aber es gibt auch Mörder, die das tun. Na gut. Okay, sie gibt wieder mit ihrer Kettensäge an. Naja. Ich will euch Angst machen. Ich will jetzt eine kleine Chance haben. Das klappt nicht. Merkt das schon. Brumm. Wo seid ihr denn? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, du Hammer, ich kenne diese Map
noch nicht. Ich kann das also gar nicht so genau sagen. Mhm. Ist klar, ist klar. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich es dir nicht sagen. Mhm. Wir sind wahrscheinlich an irgendwelchen Generatoren. Genau. Nee, da, wo gerade einer angegangen ist. Wir sind keine Generatoren. Generatoren sind hier nicht. Generationen sind hier. Oder Protonen. Pseudo, hör doch auf, mit deiner Kettensäge anzugeben. Ne. Ich kann das. Na komm schon. Wo seid ihr? Das weiß ich nicht. Ach Mann, jetzt hört er mal auf damit. Oh, das ist der Kuhstein. Ah! Ja. Darf nicht sein. Jetzt hast du genau verraten, wo du bist. Ja. Ich habe ja nur gesagt, toll, dass ich ihn sehe. Oh, schau mal, diese Kuh da. Die ist ja süß. Die mit dem Schleifchen. Ach, die, ja. Die ist wirklich süß. Ich sehe mal nur eure Spuren auf dem Boden, aber das war's auch schon. Tja. Ich fände es gut, toll, wenn die Spuren eindeutiger wären. Zumindest als Mörder, als Survivor finde ja, so, ich so mit Pfeilen wäre gut. Ja, so in die Richtung ist er gelaufen. Genau. Während man rennt, ein großes Neonzeichen über den Köpfen. Echt? So wie bei so anderen Spielen, so Shooter. Entschuldigung. Entschuldigung und tschüss. Wer auch immer da im Generator ist, weg da. Oh. Kack. Tschüss. Wie tschüss. Ich wollte noch nicht mit dir fertig sein jetzt. Und schon bin ich weg. Nein. Das sieht gar nicht so aus. Warum immer ich? Wie immer ich. Jetzt war vorhin die Fehler. Mist, nein, ich hätte den Haken. Mist. Bitte rettet mich. Bitte Micho, rettet ihn nicht, du? Ich will wenigstens einen kriegen. Ich sehe zwei Leute, die Tore aufmachen können. Hallo? Micho ist hier, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, nicht campen. Wie nicht campen? Hier waren Spuren, meinst du, geh jetzt weg? Ja. Nein. Wo bist du? Ich weiß, wo ich schon hingerannt ist, aber ich verrate es dir nicht. Sag mal Pipi. Mhm. Der ist neben der Kuh mit dem Schleifchen. Yeah. Ah, da bist du. Nein! Oh, nein. Na? Mann! Und weg hier. Mein Gott, hast du Angst vor deiner Frau oder was? Ja. Sollte er auch. Entschuldigung, wieso tust du das, Killer? Wieso? Hm? Verrat mir das. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Also, meine Killer. Das ist einfach in die falsche Richtung gelaufen. Das ist aber nicht fair. Süß. Boah. Warte, ich kann es auch anders machen, warte. Ah, komm. Mal gucken, jetzt macht das ja nicht. Au, au, au. Komm, heil mich mal. Ja. Und dann müssen wir Hishu helfen. Nee, ich bin... Wieso? Ich weiß es nicht. Der ist mir so vor der Nase rumgerannt, der ist der Kettensäge perfekt ausgewichen. Oh. Hishu, wo bist du denn? Gemacht hat, aber ich sehe leider nicht mehr die Ausgänge, aber ich bin auf der Suche nach den Ausgängen. Na du? Ah! Nein! Da. Entschuldigung, Hishu. Ja, kein Problem. Im Laufen noch einen reingekriegt. Scheiße. Ah, oh, Gott, oh Gott. Das war jetzt spannend. Huch! Nein! Oh nein, ich habe die Lobby verlassen. Oh, wiedersehen. Du willst wohl nicht mehr zugucken, dieses Elend. Ich wollte, aber dann war plötzlich... Okay, ich höre einfach mal. Mach mir ein Hörspiel. Los. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Oh, ich weg. Ich renne gerade raus. Oh. Ich hab doch Spuren gesehen. Mann, du Schmach von Niederlage. Natürlich, oh, wie immer.
Ja, aber weißt du was? Weißt du was? Wir lassen dir jetzt noch eine Chance und die Aufnahme ist gerade mal 10 Minuten. Jetzt. So, da sind wir wieder. Wir lassen der Pseudonyme nochmal eine Chance. Es ist, als wären wir nie weg. Genau. Ja, ich. So, ich bin fertig. Ich auch. Aber ein Déjà-vu. Da, ich gehe. Moment mal. Kein Problem. Ich guck mal gerade in meinen Opfergaben. Was heißt eigentlich sterben auf Französisch? Sterbe. Déjà sterbe. Jetzt können wir gerne spielen. Oder Sterbon. Ist schön sterben. Sterbon. Oder so. Was? Ha! Was habe ich gemacht? Irgendwas davon war ich, weiß aber nicht mehr was. Potenziell, ja. Ich war da was. Irgendwas. War da was? Da war es? Bist du jetzt schon wieder der Kettensägen-Typ? Ja. Ich glaube, die mag ihn. Bis es klappt. Bis was klappt? Nix. Nix klappt. Gar nichts klappt. Grubenschacht. So, was habt ihr jetzt davon? So. Was denn mit dem... Ja? Mit was? Dem großen Gebäude in der Mitte? Nein, das ist das mit der, mit dem, was, mit dem kleinen Gebäude. Ich sehe keine Gebäude. Ah, der Fallensteller? Ich sehe gar keine Gebäude. Was? Wo ist der Fallensteller? Ich habe eben nur boah, ist das dunkel auf einmal. Aber ich fürchte, ich glaube, bei mir wird es irgendwie gerade hell, deswegen ist das hier jetzt gerade sehr dunkel. Ich folge jemanden. Wen? Nicht? Folgst du mich? Hä? Genau, wir verfolgen den Killer. Ja, so geht das doch, oder? Also nein. Ja, ja. Okay. Ich finde es ja, nein, sehr, ich find's ja sehr gut, dass man... Hm? Na, was wollte ich sagen? Käsekuchen. Käsekuchen. Boah, wir darauf hätte ich jetzt keinen Hunger. Entschuldigung, wer hat hier eigentlich gerade Pock-Pock gemacht? Hm? Was für ein Ding? Pock-Pock. Wer war das? Pock. Ihr Hühner, ihr. I'm a chicken. I'm running like one. Boah, ist das fies. Die Sonne scheint hier gerade voll rein. Ich sehe gar nicht mehr. Ist hier einer? Sehr gut. Okay, Moment. Ich hab den Kopf gesehen. Wo bist du? Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Hast den Kopf gesehen? Wo bist du denn? Ich hab. Ach, verdammt. Ich hab. Mach ihr mal schön brav die Generatoren. Oh Gott, ich seh gleich gar nichts mehr, wenn die Sonne noch mehr rauskommt. Dann mach doch mal kurz den Vorhang. Du warst das. Ich hab mich voll erschrocken gerade. Moment. Seid ihr hier in der Nähe? Könnt ihr das sagen, wenn ihr da seid? Autsch! Ah, verdammt! Ja, wo denn? Ich weiß es nicht. Fehl hier? Hä? Wo bist du denn da hin? Hä, wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Hä? mein Gescheiß ist ja furchtbar. Bleib stehen! Wer? Alle. Ah! Du zum Beispiel. Scheiße. Das werde ich dir heimzahlen, Pseudo. Bleib stehen! So. Hey! Nee, ich bin schon auf einmal. Was machst du Scheiße. Denn da? Du warst jetzt aber nicht irgendwie... Ich hatte, meine Maus hat sich verhakt. Ah, das zählt nicht, du musst viel laufen lassen. Da war ein Katzenhaar zwischen, also Maus und Mauspad. Wow, das hat es jetzt voll gebracht, das Wiggeln. Ja. Warte, ich hole eben eine Falle, ja, dann... Nein, du holst keine Falle, ich wollte gerade zerstören. Verdammt. Hast recht, du hast keine weg. Falle. Ich suche da nämlich gerade jemanden. Hast du... Oh, ich glaube, sie kommt. Ja. Ja, sie kommt. Und wie sie kommt. Mein Gott. So. Ich höre da vor mir... Oh, eine Falle. Direkt vor mir. Ich wollte sie noch sabotieren. Wer hätte das gedacht? Ja, sie ist direkt vor mir eine Falle. Ich finde, die ist ein bisschen weit weg, aber okay. Nein, sie ist... Ja, sie ist ein wenig weiter weg, aber das... Sie ist so eher so... Oh. Ich muss kämpfen. Wofür ist hier denn so ein Loch?
Schatten. Weiß kein Mensch. Ich weiß, wo der Hishu ist, aber das verrate ich dir nicht. Das wäre auch ziemlich gemein, wenn du das hättest. Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Ja, ich hab doch gedrückt. Ich hab richtig gedrückt. Gott, oh Gott. Hallo? Du bist so ein Arschpitz. Immer dasselbe mit dir. Oh. Kann ich jetzt wieder atmen? Danke. Kleines Kaninchen. Oh nein! Da, komm her. Hishu, mach doch nicht so eine Sache. Was machst du denn? Weg. Ich muss so lachen, ich bin irgendwie komplett lustig gelaufen. Ja, wo bist du? Gelaufen? Der hat mich selbst lustig gelaufen. Hier. Ah. Ja, schön. Ich bin hier. Ah. Mein Gott. Ach, ich seh dich. So. Hm. Bitte, warte. Spritz mit Drogen rein. Aber boah, ja, mein Hemd, bitte mein Pizza-Hemd. Spritz Drogen rein? Was soll denn das bedeuten, bitte? Also ich muss ja sagen, was ich total fies finde, ist, dass nicht manchmal... Du brauchst nicht weinen, alles wird gut. Oh, nein. Hätte schwören können, da ist eine Falle, aber da ist keine. Oh, stimmt, warte, ich hab die noch in der Hand. Ich komm eben wieder. Verdammt. Was ich so fies finde, ist manchmal, wenn man versucht, jemanden zu befreien... Oh, jetzt aber. Wenn man versucht, jemanden zu befreien, dann gibt's das manchmal, dass man aus Versehen... man ist möchte die Falle? Ja. Man möchte die Falle entschärfen, aber leider, leider funktioniert das nicht. Was machst du da? Habe deine Falle kaputt gemacht. Wie bitte? Ja, deine Falle ist nutzlos. Das ist aber sehr gemein von dir. Ich weiß. Ich habe eigentlich kein Problem, ich weiß nicht, was du schuldest. Ich sollte rot leuchten. Nein, tust du nicht. Na dann. Tust du nicht, das ist irgendwie nur, wenn du läufst in die richtige Richtung, glaube ich. Merke ich gerade. Rosa! Sag das so schön, dass ich in die richtige Richtung laufe! Ah, hier in der Nähe bist du. Warte, ich hab dich nicht gesehen. Oh. Fuck! Nein! Immer die Pfeile entschärfen. Danke! Ja, wahrscheinlich hat sie denselben Fehler gemacht, den ich gemacht habe. Ja, ich hab die ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Ich bin tot. Nein, nicht Felia! Ich hatte dich schon auf dem Haken. Ich war schon auf dem Haken. Och man. So, und jetzt möchte ich gerne das Spiel zu Ende sehen. Bitte, liebes Spiel. Bringe mich nicht in irgendeine Lobby rein. Hallo? Ah, okay, danke. Der ist direkt auf das Mauspad, die Maus spawnt direkt auf die Gruppe verlassen. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viel geklickt. Klick. So war das also. Da sehe ich doch wen. Nein, bitte, Pseudo. Ja, bitte? Du kannst einen kleinen Erfolg haben, aber doch nicht so einen großen. Ach, du bist der große Erfolg, oder was? Nein. Filia, du bist leider nur der kleine Erfolg. Du nein, das meine ich nicht. Das ist nämlich persönlich. Jag doch deinen Mann. Ich hab dich eh verloren. Wo bist du denn? Bei deinem Mann. Komm wieder zurück. Ich bin bei deinem Gatten. In Sicherheit. Ja, da bin ich mir nicht so sicher bei dem. Ich bin ein schlechter Mechaniker. Da explodieren immer Sachen. Knall einmal. Danke. Was? Knall einmal, hab ich gesagt. Knall? Bam! Ach, Quatsch, nein. Gar nicht. Oh Gott. Ich mag die Soundeffekte gerade total. Ja, ist klar. Bam! Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Hä? Wir kämpfen gegen den Killer Kong. Wieso Bam Bam? Bei mir macht überhaupt nichts Bam Bam. Ich sollte doch Knall machen, hast du gesagt? Hast du aber nicht. Hab ich aber. Ich habe Lenganos Perspektive belustigt gefunden, weil der Soundeffekt lustig war. Oh. Oh, die Falle kaputt. Das ist nicht okay von euch. Echt nicht. Tut mir leid. Als ob. Stimmt, das macht mir gar nichts aus. So, wo seid ihr denn, Kinderchen? Wie gesagt, ich bin bei Hishu und er will mich einfach nicht verarzten. Was? Unverschämtheit. Hishu, der ist doch direkt neben dir. Aha. Und wo? Hättest du dich nicht bewegt, hättest du dich wahrscheinlich gar nicht gesehen.
Boah, es ist einfach nur dunkel bei mir auf dem Monitor. Ja, das Problem kenne ich. Das war sehr schön gemacht. Ah, wäre die Wand nicht gewesen. Ja, ah, nein. Aber Hisho, vielleicht solltest du ein anderes Shirt tragen. Wir wissen doch alle, dass rote Shirts nicht geeignet sind, dafür zu überleben. Nein, nein, ich ziehe das rote Shirt auch nur an, damit man die Blutspritzer nicht so gut sieht. Ah, cool. Was? Zweimal nur? Was? Du hängst aber schon mal am Haken. Ja, aber ist es nicht, wenn man dreimal am Haken hängt? Nein, zweimal. Nein. Ich war doch auch nur zweimal. Boah. Ich bin jetzt schon glücklich. Nein, du brauchst jetzt noch den großen Erfolg. Oh. Unser Level 1 Million. Okay, irgendwo ist die Luke. Vermutlich, ja. Weil die spawnt jetzt nicht mehr an einem Haus, das finde ich sehr schade. Die neuen Spawnpunkte wurden verbessert. Aha. Schade. Im Gebüsch. Sehr oder schade. So. Wahrscheinlich. Weil die alten Spawnpunkte kenne ich sogar großteils mit. Ich auch. Ich habe mir die eingeprägt. Eingemerkt. Ich habe sie mir eingemerkt. Eingemerkt. In mein Gehirn eingemerkt. Ah. Willkommen bei Opfer-TV. So. Wo ist die Luke TV? Oh Gott. Hab sie. Was? Warum? Wie gemacht? Das ist eine Falle. Quatsch. Oh, warte. Ich glaube, ich habe gar nicht gelogen. Nein, ich habe tatsächlich nicht gelogen. Nein. Also erst habe ich gelogen, aber ich habe sie wirklich. Mann. Du mach alle gemein. Haken kaputt. Genau, die mache ich jetzt. Ach, hast du dieses Perk? Ja, Sabotage. Du könntest noch diesen einen einzigen Generator machen. Ah, pfff. Damit du mich findest. Das ist nicht so einfach. Boah, krass, da kriegt man ja richtig viel Punkte für. Na klar. Na klar. Pseudo. Ja? Wo bist du? An der Luke. Schön. Wahrscheinlich ist sie auch an der Luke. Falle und Falle und Falle und ja, Falle. Ja, aber ihr kennt meine Taktik schon. So wie deine Folge von damals. Ah, so. Jetzt macht er alle Haken, ey. Naja, gut. Na, aber kann ich wenigstens leichter wickeln. Hatte eben ganz kurz ein Motor... so ein Motorsägengeräusch. Ein Killer mit einer Sense. Sensuell. Bitte lass mich zufrieden. Was hast du denn? Hallo, du jagst mich. Quatsch. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Siehst du, ich hab dich schon verloren. Warte. Wegen. Warte. Doch, hab ich. Gott sei Dank. Oh, nee, hier ist eine Spur. Warte. Vergiss die Spur. Irgendwo hier. Andauert jetzt. Ich hab doch immer so ein Rauschen auf dem Ohr. Das ist Tinnitus. Das war ja das Pfeifen, das hab ich auch mal. Tinnitus. Tinnitus. Hallo, ich bin ein ganz kleiner. Du hast doch hier eben irgendwas runtergeschmissen. Was ist denn das? Nicht? Ich möchte das gerne kaputt machen. Ja, irgendwie nicht. Hä? Das war jetzt aber gewagt von dir. Ja, sehr gewagt. War es das? Was hast du denn gemacht? Ich weiß es nicht, was ich gemacht habe. Etwas Gewagtes. Gott, ich habe gerade gedacht, ich hätte gerade einen Geist gesehen. Ich habe gedacht, da kommt jemand aus dem Nebel raus. Das sieht echt so aus. Wie? Ihr seid ja gruselig. Oh. Es gibt Geister hier. Ja, wie heißt das? Ja. Okay. Bleibt der, ja. Der Fortschrittsbalken. Der Fortschritt, dankeschön, mir fiel das Wort nicht ein. Doch gerade? Hab ich nicht?
Was ich ja immer schön finde, wenn man einen Generator macht oder sonst was, dann stöhnen die nicht. Genau. Oder wenn man einen Haken sabotiert, dann stöhnt man auch nicht. Doch, ich höre es aber gerade. Mist. Ich auch. Plonk. Was hörst du, Plonk? Nein, Gestöhne. Was soll das denn? Oh. Hallo? Oh. Ich leide vor Schmerzen hier. Mhm. Das hört sich machen sich über dich lustig, ne? Furchtbar. Was mich interessieren würde, die sabotierten Haken werden die eigentlich bei den Killern immer noch dargestellt? Ich hatte den Fall noch nie. Ja, aber es sabotiert. Ich glaube aber als kaputt. Der Haken ist sabotiert bei mir. Ja. Ja. Sabotage. Der wird auch nicht mal als Aura angezeigt. Was ich sehr schade finde, ist, dass einer von den Beastie Boys gestorben ist. Was? Ja. What? Ja, wegen das stimmt, aber es hat jetzt nicht wirklich was hiermit zu tun. Sabotage. Also, das ist eines meiner Lieblingslieder von den Beastie Boys. Könntest du mir bitte in Ruhe lassen? Nö. Echt mal, ich bin auch da. Ich habe hier einen Job zu erledigen. Ich bin verwundert, wie ich groß mit Schmerzen hier über die ganzen Dinger springe. Das ist Adrenalin. Wo bist du schon wieder? Oh, Gold. Ich habe leider keine Kiste für Sie. Kiste? Jetzt hat er es verraten. Warum verrätst du immer nach Kisten? Naja, da stand ja keine. Echt jetzt, eine Taschenlampe? Kann man das hier eigentlich auch bearbeiten? Die Taschenlampe? Nee, ja. Da wo du gerade dran vorbeigelaufen bist. Nein. Meines Wissens noch nicht. Nein. Ah, schade. Pandoria sagte, sie sind unzerstörbar. Ne, nicht Pandoria, sondern die Piano Monster. Okay. Da. Hust, hust! Halt! Du bist eine Trinke, ne? Wo war die nochmal? Was passiert denn da? Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm! Und tschüss! Verdammt! Oh. Alter Falter! Das war aber echt Zufall. Gott! Aber hast gut trotzdem deine Strategie durchgezogen mit den Fallen. Ja. Das war auch wie knapp. Gesagt, ich bin zufrieden. Also, gutes Bein. Ergebnis. Ne? Stimmt. Du hast die kleinen Erfolge erhängt. Oh, göttlich. Aber wie viele Punkte der länger nur? Wegen der Hakensabotage. Ja, ja, den kriegt er jedes Mal 1000 für. Boah. Voll krass. Und wenn man die Fallen sabotiert, sind es glaube ich 500. Okay. Krass. Boah, ich glaube, ich brauche dieses Perk und dann gehe ich manchmal in Spiele rein und mache nur Haken kaputt. Oh, das ist ja gut. Gemein. Ja. Ja. Oh Gott. Ja. Ah, tja, das war's für dieses Mal, glaube ich. Ne? Genau. Das war die, 30 also Minuten. Die zweite Runde hat mir jetzt besser gefallen als die erste. Okay. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.